mitten in einem Dschungel. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier weitergehe, dieses Loch finde ich nie mehr im Leben. Ist jetzt doof. Küste wäre mir lieber. Naja. Dann graben wir einfach ein paar Blöcke weiter und gucken da nochmal. Natürlich haben wir jetzt Gras im Inventar. Ja, ist doof mit diesen Treppen, ich weiß. Ah, sie sind billig. Und was will man mehr? Außerdem, allzu oft werden wir hier nicht nach oben gehen. Ich glaube, den Dschungel erreichen wir auch zu Fuß schneller. Also oben rum. Jede Menge Granit hier. Mal gespannt, ob wir unter der Schlucht entlang kommen oder ob wir die jetzt auch noch mal anbauen. Müsste die ja jeden Moment kommen. So, ich würde sagen, wir buddeln jetzt, bis wir die Kiste da nicht, die Werkbank da nicht mehr sehen. Das ist, denke ich, ein guter Ansatz und dann gehen wir nochmal nach oben. Außer natürlich, das Inventar ist vorher voll, dann ist Ende. Müssen wir zurück. Aber wir haben ja noch drei leere dabei. Das wird noch eine ganze Zeit lang reichen. Kann das vielleicht daran liegen, dass dieser Tunnel einfach zu groß ist, als dass er noch mit Tunnel in Verbindung gebracht wird? Irgendeinen Grund muss es ja haben, warum es hier unten auf einmal hell ist, tagsüber. Wir könnten das ja mal überprüfen, indem wir mal in andere Höhlen gehen. Wir haben ja noch mehr davon. Gold. Noch mehr Gold.
Redstone. Wieder mal eine neue Fackel dranhängen. Mit der Crafting-Box war eine scheiß Idee, weil das erkennt man gar nicht mehr so wirklich auf der Entfernung. Nee. Der Dschungel geht wohl noch eine ganze Weile. Aber interessant, dass wir unter der Schlucht durchgegangen sind. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wir auf die Schlucht treffen. Schon fast alle Kisten dann bald voll, wenn wir wieder zurück sind. Naja, haben wir trotzdem einiges hier rausgeholt aus dieser Höhle. Bestimmt schon 3 Stacks Kohle, nicht Kohle, Eisen. Das Inventar ist auch schon wieder voll. Ach nee, du warst voll, oder? Na, dann kommst du jetzt. Das geht aber auch immer schnell. Hier war nur eine Lücke drunter. Da haben sich nämlich Blöcke drin verkantet. So. Du. 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 Jetzt die gelbe. Du raus. Du kannst raus. Ja, kommt. Machen wir mal wieder eine. Stellen wir dann jetzt aber auf die Seite. Du bist voll. Gott. Scheiß Sommer, ich schwitze hier schon wieder an dem Sitz fest. Du bist danach wahrscheinlich auch voll. Definitiv. So. So, so. Das Lapis. Nee, nee, du bleibst hier. Für eventuelle Lücken. Du kommst aber rein. Du kannst auch hier rein. Ja, passt doch alles prima hier. So. 22, 22 und noch 2 leere. Ach, scheiß drauf, dich nehme ich jetzt mit.
Wir brauchen ja auch bald wieder neue Fackeln und dann möchte ich dann doch noch ein bisschen Holz überhaben. Aber wir uns auch überall hinbuddeln mit unserem Tunnelsystem hier. Meine, das ist ja schon ein ziemlicher Weg bis hier hinten hin. Sind eigentlich die Koordinaten hier? 3000 und 144. Na gut, das ist jetzt noch nicht so viel. Wir haben halt immer nur gerade ausgebuddelt. Ja. Ja, so kriegen wir das Inventar natürlich schnell voll, wenn wir jeden Block mit drei verschiedenen Arten abbauen. Oh je, jetzt kommt wieder die Sonne raus. Dabei mochte ich den Tag. Er fing so trübe und kühl an. Ich habe mir heute Nacht sogar eine Decke nehmen müssen. Die letzten Nächte habe ich immer komplett unbedeckt geschlafen. Aber nur eine ganz leichte Decke halt. Die dicken Sachen liegen tief im Schrank verbuddelt. Ich meine, wenn es jetzt schon im Frühling so warm wird, ich denke mal, das wird sich über den Sommer auch nicht viel ändern. Momentan ist dunkel. Ja. Ja, merkt man ja.